So. Wir sind gerade noch mitten... Ah ja, schauen wir uns den Rückblick an. F. K. In the coffee. I knew I could count on. Never fails. Ah, the perpetrator. Bit off Anna's tongue. Jackpot, Zack. Shame, but our old-time all-American sightseeing tour just came to an end. When purple fog covers our town, we'll all wander in hell, I fret. So says Mr. Stewart. Oh, well, there's an old story, folklore. It's a fairy tale to me. Something about a killer. Eifig Neut. Appears on rainy nights. She had a red dress on. She was a goddess. It's starting to rain. I think this case may take a while. Na gut, was man jetzt in den Rückblick nicht gesehen hat, ist, dass wir zu einem zweiten Tatort, einem möglichen zweiten Tatort gerufen wurden. Hier ist Böses im Busch, aber wir wissen noch nicht was. Aber es sind wieder mal Geister unterwegs, es ist wieder mal alles sehr weird und bizarr. Und ich weiß nicht mehr, wo wir hergekommen sind und wo wir hin müssen. Beckys Bett. Der Tatort darf nicht verändert werden. Hier schlafen wir also nicht, Zack. Okay. Ich habe auch gar nicht vor zu schlafen. Gehen wir lieber mal durch die Tür. Ah, an der gleichen Stelle. Das ist ja cool. Morgen Abschlussarbeit in Deutsch, oder wie? Will das nicht. Ach ja, das wird schon hinhauen. Eben, genau. Wie Mr. Hawkeye schon schreibt, wer mag das schon? Aber... YOLO! Einfach durch. Haben wir alle hinter uns gebracht. Okay, ich habe komplett die Steuerung vergessen, weil ich eine Woche nicht gespielt habe. Ich weiß nicht mehr, wie man schießt. Ah, warte mal, weil ich keine Waffe ausgerüstet habe. Cool. Na dann. Amazing. Bullseye. Bullseye. Amazing. Great. Ich finde auch. Oh Mann, ey. Ach, Mathe. Mathe, nicht Deutsch. Ach so. Mathe ist natürlich für die meisten noch problematischer. Noch viel problematischer. Aber auch da müssen wir alle durch. Und es ist bestimmt halb so wild. Solange es für eine 4 reicht, ist alles gut, finde ich. Eine 4 heißt bestanden und bestanden ist gut und gut ist eine 2. Also was will man mehr? Hi, The Cluedo. Hallo. Ach so, ich verstehe. Ist ja egal. Ich weiß nicht, was ich... Soll ich die mal erschießen oder so? Ach, kann ich wirklich? Ach so, na dann. Versperren mir hier einfach so Kleiderpuppen den Weg. Das ist nicht nett. Das Maschinengewehr ist schon ziemlich gut. Muss man schon sagen. Kann man sich nicht beschweren. Die 4 gewinnt, ganz genau. Oh. Ich habe jetzt letzte Woche, da gab es ja keine Streams und nix, da habe ich so ein bisschen Urlaub gemacht. Nicht so wirklich, ich habe ein bisschen was für den Kanal machen müssen, aber ein paar Tage, langes Wochenende zumindest, habe ich gemacht. Und da erschien zufällig, das habe ich gar nicht so geplant, Gears Tactics. Und ihr wisst ja wahrscheinlich, dass ich echt gerne so rundenbasierende Spiele mag. So rundenbasierende Strategiespiele sind mein Lieblingsgenre, würde ich fast behaupten. Und das ist ganz cool. Gears Tactics hat mir echt Spaß gemacht. Ist
was anderes. Versucht ein paar neue Sachen, versucht viele Sachen anders zu machen wie XCOM. Ist insgesamt vielleicht nicht so gut wie XCOM 2, würde ich jetzt behaupten. Macht aber genug anders, dass es sich trotzdem wie ein eigenes und trotzdem sehr gutes Erlebnis anfühlt. Ich finde es gut. Hat mir Spaß gemacht. Und dadurch bin ich dann wieder so ein bisschen auf Gears of War gekommen. Ich habe irgendwie damals, als es neu war, Gears of War 1 gespielt und fand das eigentlich sehr cool. Und habe mir gedacht, hey, das gibt's jetzt in der Remastered-Version hier in diesem Xbox-Pass, auf dem ich auch Gears of War gespielt habe. Und habe mir gedacht, ach komm, dann spielen wir Gears of War 1 mal nochmal durch. Und es war immer noch cool, das ist immer noch ein gutes Spiel. Das war damals wirklich für so Third-Person-Deckungsshooter im Grunde schon ziemlich wegweisend. Und hat immer noch echt viel Spaß gemacht. Und den dritten Teil habe ich früher damals auch gespielt, der war auch super. Und dann habe ich mir gedacht, hey verdammt, wenn mir der erste immer noch Spaß macht und es gibt den vierten und den fünften auch noch, dann spiele ich die halt auch. Und dann habe ich den vierten Teil gespielt und irgendwie fand ich den nicht so richtig geil. Ganz okay, das ist jetzt nicht schlecht oder so, aber naja, weiß nicht. Und dann habe ich den fünften noch angefangen, aber da habe ich dann ehrlich gesagt mittendrin aufgehört, weil irgendwie hat das nicht mehr diesen Charme und diesen Stil von damals. Die Originaltrilogie hat irgendwie sowas Eigenes erschaffen. Ich finde den Stil bescheuert. Ich meine, das mag ein anderer total cool finden und das ist auch voll okay, aber auf mich wirkt das alles total lächerlich und affig irgendwie. Und die Charaktere sind so Vollidioten. Es ist furchtbar eigentlich, aber dadurch hat das alles so einen gewissen Charme und so einen ganz eigenen Stil und das hat es wieder sympathisch gemacht und das fehlt im vierten und im fünften, finde ich, voll. Schade eigentlich. Naja. So ist das eben. Bulimie lernen ist dein Masterplan. Ich glaube, das machen die meisten, oder? Also, gerade vor Prüfungen ist es ja normal. Das ist ja gerade das Absurde am Bildungssystem. Ich weiß nichts mehr von irgendwas, jemals, ever. Ich weiß nicht mal mehr, was ich heute gefrühstückt habe und ich lüge nicht mal, wenn ich das sage. Ich weiß es wirklich nicht mehr, mir fällt es nicht mehr ein. Ich habe vorher noch ein Brot gegessen, aber was habe ich heute Morgen gegessen, vor dem Brot? Ich weiß es nicht mehr. Guck, so ist das. Kasten. Legen wir es in unseren Kasten. Fallen Crusader, Dankeschön für die Bits. Juhu, Bitregen. Und wie vorher schon erwähnt, ich sag's jetzt nochmal, weil ein paar mehr da sind. Ab nächsten Monat werden auch die ganzen Bits und die ganzen Spenden vom Vormonat oben zur Spendenleiste hinzugerechnet. Das heißt, auch die zählen jetzt quasi auch für die Spendenleiste als richtige Spenden. Wie bei PayPal. Nur eben mit einem Monat Verspätung. Aus organisatorischen Gründen. Sag mal, was ist denn, wie viele Lutscher liegen denn da? Ich meine, okay, aber... What? Wer hat denn hier eine Packung Chupa Chups liegen lassen? Hä? Ich glaube, ich habe die Endlust-Chupa Chups-Quelle gefunden. Voll cool. Haha, jetzt füllen wir uns das Inventar mit Lutschern. Das finde ich gut. Ich weiß gar nicht, wie viel kann man denn maximal haben? Wir werden es rausfinden, oder? Könnt dann auch gleich einen essen. Ein bisschen Lebensenergie fehlt uns nämlich. Moment. Die heilen nur Hunger, glaube ich. Keine Lebensenergie. Haben wir Hunger? Wir könnten mal nachschauen. Das Silent Hill 2 Let's Play, dass das jetzt öffentlich wird. Das mache ich mit ein paar Patreon rein jetzt. Ich habe mir ein paar rausgesucht, weil ich... das ist ja eben... Also das war ja von Anfang an für mich problematisch. Das hat sich irgendwie blöd angefühlt, dass ich so Let's Plays hinter Paywalls verstecke. Auch aus lizenztechnischen Gründen ist das doof. Und deswegen mache ich die jetzt auch offen. Also auch deswegen mache ich die jetzt öffentlich auch. Quasi zeitexklusiv waren die dann nur. Nicht ganz exklusiv. Genau, da kommen jetzt einige Patreon rein, die ganz cool sind. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ein Feature. Weil ehrlich gesagt wundert es mich gerade, dass wir überhaupt so viel Lutscher aufnehmen können. Ich schau mal in unser Inventar. Wir sind sehr hungrig. Das trifft sich gut. 15 von 20. Ne, das könnte schon hinkommen. Wow, okay. Man muss verdammt viel Lutscher essen, um satt zu werden.
Dann essen wir lieber noch einen Cheddar-Käse. Wow, man muss echt viel Cheddar-Käse essen, um satt zu werden. Dann essen wir noch ein Gürkchen. Hey, warte mal, wir haben doch Kaffee, oder? Wir sind nämlich müde. Ja, schwarzer Kaffee ist super. Okay, cool. Dann nehme ich noch ein paar Lutscher mit, wenn ihr nichts dagegen habt. Dann kann ich ein bisschen den Chat lesen währenddessen. Ja, von mir auch, Fichtenholz. Viel Glück dann morgen. Aber das wird schon hinhauen. Der Lutscher ist die Spur vom Mörder. Hm, so wie bei Hänsel und Gretel. Vielleicht. Oder das sind... Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wenn du mal die Playlists aktualisieren könntest. Ja, diese Playlists, ey. Ah, oh, ich müsste mir mal im Grunde eine ganze Woche oder zumindest 2 Tage wirklich Zeit nehmen, um die ganzen Playlists aktualisieren und richtig einzustellen und ich hasse diese Playlists. Ich hasse sie. Furchtbar. Oh, Federhook, dankeschön. Hallo, meine ich. Ich bin schon ganz durcheinander. Ich habe dich ganz übersehen vor lauter Chat-Nachrichten. Hallo. Ich glaube nicht, dass Lebensmittel in dem Spiel schlecht werden können. Ah, wir haben unser Inventar voll. Ich habe noch einen Lolli, den packen wir jetzt noch in den Kasten. Und jetzt haben wir mehr Lollis, als wir tragen können. Die Taschen sind voller Lollis. Wenn er das nächste Mal seine FBI-Marke rauszieht, dann fallen 15 Lollis links und rechts aus seinen Taschen. Also vorerst jetzt nicht mit Witcher, aber grundsätzlich habe ich das schon geplant, die DLCs auch noch zu spielen. Aber jetzt erstmal eine Pause wahrscheinlich. Weiß aber nicht wie lang, keine Ahnung. Wir bauen uns jetzt dann ein Schloss aus Lutscher. Ein Spiegel. Mysteriös. Warum? Können wir jetzt das Universum wechseln? Profiling starten. Viele haben wir noch nicht, was wir sehen können. Viele Hinweise. Ich habe keine Ahnung, Aldus. Ich höre das zum ersten Mal jetzt. Weiß ich nicht. Du gräbst Spiele aus, die ich nicht kenne. Kannst du mir ein paar empfehlen? Ach, grundsätzlich, was für Genre spielst du denn und auf welcher Plattform? Kriegen wir bestimmt ein paar zusammen. Ein paar interessante. Und Methusa, danke fürs Followen. Das war's. Deswegen die actionreiche Musik, weil hier oben 2 so Zombies spawnen. Auf dem Weg hierher, vor dieser Arena, haben wir, glaube ich, 50 ungefähr erschossen, oder? Na gut. Meinetwegen.
Du spielst auf N64, PC und Wii. Mit N64 gibt es natürlich zahllose Klassiker, die man gespielt haben muss. GoldenEye, Perfect Dark, Mario sowieso, ist eh klar. Rote Samen. Ah, die Lage spitzt sich zu. Aber ich mache jetzt kein Profiling. Wir warten auf das dritte, auf den dritten Hinweis. Das dauert sonst zu lange. Last Corps. Operation Winback. Zombies. Meine Top 10 insgesamt von allem jemals. Oder in 64 Top 10. Hallo Felix. Das ist, ich finde nämlich sowas echt super schwierig. So eine Top 10 aller Spiele ever könnte ich gar nicht machen. Außer ich sortiere die nicht wirklich, sondern nenne einfach nur 10 Spiele parallel. Weil so eine richtige Top 10, das ist schwer zu unterscheiden. Okay, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Ich speichere mal. Hallo, Strike Like Mike, wie geht's? Wir sind auf das Thema gekommen, weil viele Streamer Let's Play Channels und richtige unter Anführungsstrichen Channels haben, weil seiner Aussage nach der Durchschnitt der Klicks den Platz im Algorithmus entscheidet. Aha, okay. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht aus und informiere mich da ehrlich gesagt auch überhaupt nicht. Ich habe schon öfter drüber nachgedacht, tatsächlich die Let's Plays von den Specials zu trennen, von den Kanälen her. Aber dadurch, dass halt insgesamt die Let's Plays doch einiges an Klicks ausmachen, sind die halt wichtig auf dem Kanal. Einfach aus rein finanzieller Sicht auch, machen die in der Masse halt doch was aus. Und wenn das plötzlich wegfällt, weil der Let's Play-Kanal natürlich erstmal sehr klein wäre und unter 1000 Abonnenten kann man ja weder monetarisieren, noch, glaube ich, Videos hochladen, die länger als 15 Minuten sind aktuell, oder? Das ist sehr problematisch alles. Naja, genau. Auf Platz 1 das Spiel, das ihr gerade spielt, auf Platz 2 das Spiel von vorletzter Woche. Ich habe schon einige All-Time-Favorites auf jeden Fall. So, die Tür war vorher verschlossen, glaube ich, oder? Wahrscheinlich, genau, ist die jetzt offen. Mir geht's auch gut, danke. Diese langsame Gehanimation ist spitze, oder? Ich bewege den Controller nur ganz leicht gerade. Und er geht, als würde er in normaler Geschwindigkeit gehen, nur dass er nicht vom Fleck kommt. Er moonwalkt so ein bisschen, aber langsam vorwärts. Okay. Er bewegt seine Beine sogar schneller, als wenn er... Also es ist wunderschön, okay. Es ist ruhig. Zu ruhig. Nee, leider nicht. All das. Ich wollte am Anfang viele machen, aber hab dann mich doch nur auf einen konzentriert. Oh nein, muss ich mich jetzt wieder verstecken? Der Schrank hat das letzte Mal echt gut funktioniert, oder? Das versuchen wir nochmal. Wird schon gut gehen. Ich muss mal schauen. Ich muss mich kurz konzentrieren. Es kann sein, dass ich gleich die Luft anhalten muss oder sowas in der Art. Oh, der kommt direkt auf uns zu. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, in welchem Schrank ich mich versteckt habe. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob er auf uns zukommt oder nicht. Ist das unser Schrank, in dem wir sind? Nein, wir sind in dem beleuchteten Schrank da hinten. Stimmt.
Ich habe nur noch 12 Schuss für meine Maschinenpistole. Verdammt, das ist wirklich gruselig. Oh, Atem anhalten. Puh, das war knapp. Okay, ich glaube, er geht wieder, oder? Ha, falscher Schrank. Glück gehabt. Falsche Tür. Von Forbidden Siren, ja genau, da muss ich auch öfter dran denken. Es gab auch mal so einen Silent Hill Teil, der so ähnlich funktioniert hat. Dem er sich nicht verteidigen konnte. Weiß nicht mehr, wie der hieß. Ach, ein Java meinst du? Ein Riesen-Java? Ja, stimmt, so ein bisschen. Ja, so laut, wie der die Luft anhält, oder? Ich hab's mir auch gedacht. Muss die Luft anhalten! Vielleicht hätte er einfach weiter atmen sollen, aber es hat ja scheinbar funktioniert. Ich glaube, ich nehme jetzt für die normalen Goons mal wieder meine Pistole. Gute alte Pistole. Ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat, aber irgendjemand meinte, dass die Steuerung gar nicht so schlecht ist, auf der, dass es jetzt gespielt hat. Und ich finde auch wirklich, dass die Steuerung auf der Switch sehr gut ist. Das ist eine sehr gute Version. Die war früher auf der 360 viel schlimmer. Zumindest habe ich die viel schlimmer in Erinnerung. Oh oh, oh oh. Oh oh, nein, jetzt ist unsere Zeit. Und er wirft sie auch noch so. Wirft sie doch ein bisschen schneller. Moment, haben wir den umgebracht? Wow. Wir haben den gerade mit unserer Stange vermöbelt und ich habe es gar nicht mitgekriegt. Hä? Ich habe angeblich keinen Platz mehr für Automatikkugeln, aber ich habe doch keine mehr. Das war gerade das Problem. Naja. Okay. Das stimmt. Das stimmt. Ist auch wirklich so. Dadurch, dass das Auto-Aim irgendwie immer auf den Popo zielt, kann man im Grunde kaum noch daneben schießen. Und die Kämpfe werden dadurch viel einfacher. Aber ich finde das auch gut, weil die sind nicht unbedingt das Beste am Spiel, finde ich. Nicht schon wieder. Ah, jetzt kommt wieder so eine Weglaufpassage, oder? Ah, Mist. Wie ich die hasse. Okay, ich muss dran denken, ab und zu Knöpfchen drücken zu müssen. So wie jetzt. Weil sonst rennt unser Charakter einfach gegen die Tür. Und sagt, okay, dann bin ich wohl erledigt. Wie wäre es, wenn wir so langsam wie möglich über dieses Ding steigen, Agent York? Ist doch eine Idee, oder? Oh oh! Okay. Rootbier. Können wir nicht mehr nehmen. Ab in unseren Kasten damit. Was ist eigentlich Rootbier? Ist das alkoholfreies Bier? Ist das so... Ist das das, mit dem die Bierindustrie die Kinder anfixen will? So wie Schokoladenzigaretten? Oh, was haben wir denn hier? Ein blutiges Top. Ein blutiges Nachthemd. Das ist wahrscheinlich das letzte Schlüsselelement, das uns fehlt, um diesen Fall zu lösen. Kombinieren wir.
blutiges Nachthemd. Profilerstellung starten. Der Mörder kommt rein. Sie schläft. Er zieht seinen Raincoat aus. Ich erkenne nicht, was passiert. Er greift sie an. Ah, sie wusste was. Sie war vielleicht sogar an der Tat beteiligt, an dem Tod von Anna. Wer weiß. Okay. Zasta Perillium fordert New Vegas ist sowas ähnliches. Rootbeer ist eine Art Kräuterbier. Okay, alles klar. Ah, come on. Einigen wir uns auf Unentschieden. Nee, da war noch nicht tot. Na gut. Dann hat er gewonnen. So. Wohin jetzt mit unseren Beweisen? Wahrscheinlich durch die einzige Tür, die nicht von roten Tentakel überwuchert ist. Was? Twitch-Auflösung geht schon wieder nicht. Gerade ging's noch. Ja, doof. Ah ja, wir haben es, glaube ich, geschafft. Wir haben wieder diese Shooter-Passage hinter uns gebracht. Na Gott sei Dank. Der Trip ist vorbei. It's bad. Very bad, Zach. The Raincoat Killer gave Becky a visit. Hold on. Offensichtlich. Ganz genau. Zack, the bathroom. Quick. Okay, schnell. Vielleicht folgen wir auch einfach dieser super krassen Blutspur. Das wäre auch eine Idee. Aber hey, du bist hier der FBI-Agent. Stay back. She's trying to speak. We don't have time. She's dying. Thomas, cut that wire. No! We must get her to the hospital immediately. What? A what? What are you doing? Get out of the way. I'll do it. No, don't. George, stop. Er lässt sich aber Zeit. Sie lebt scheinbar immer noch. Will ihr vielleicht jemand helfen? Sie anheben oder so, damit sie nicht erstickt? Nee? Okay. Gute FBI-Agenten und Polizisten. Lieber wegschauen. Der Anblick ist zu schlimm, anstatt dir zu helfen. Sehr gut.
glaube, sie lebt immer noch. Man könnte, wollen wir nicht wenigstens einen Notarzt mal rufen? Oh Gott. Und überhaupt, wenn jemand weinend anruft und nicht sagen kann, was passiert ist, aber es ist ein Notfall, vielleicht sollte schon jemand mitkommen irgendwie vom Krankenwagen oder Notarzt. Von Anfang an. Einfach mal vorsichtshalber. Auch die Feuerwehr am besten, man weiß es ja nicht. Good this time, Zack. Na dann. Ach, jetzt haben wir den Vorhang zugemacht. Ja, okay. Anstatt dass wir Sanitäter rufen oder so. Machen wir den Vorhang zu. Will ja keiner sehen. So, was hat sie ausgespuckt? Einen Schlüssel zum Safe. Aber zu welchem Safe? George, ich glaube, du hast sie umgebracht. Was zur Hölle? Sogar Becky wurde ermordet. Und zwar von dir. Tu nicht so. Geh mal schnell aufs Klo, wenn du nichts dagegen hast, George. Wir sind ja unter uns. Na gut, dann halt nicht.